Wenn ich aber einmal anderer Meinung war, so verheimlichte ich ihm das, denn es wäre ihm nicht recht gewesen. Ja, und dann kam ich zu dir ins Haus. Dann ging ich aus den Händen meines Vaters in die deinen über. Du richtetest alles nach deinem Geschmack ein. Und so bekam ich denselben Geschmack wie du. Oder ich bildete es mir nur ein, ich weiß es nicht mehr. Aber mir ist jetzt klar, dass ich hier wie eine Bettlerin gelebt habe. Nur von der Hand in den Mund. Ich lebte davon, dass ich dir Kunststücke vormachte. Das ist unsere Ehe gewesen, Torvald. Glücklich? Von 2000... Das ist mein Handy, es tut mir leid. Ich muss, das ist meine Mutter. Kann ich ganz kurz ran? Ich muss jetzt einfach ganz kurz ran. Es tut mir wirklich leid. Maiko, stai. Ne, nisam nervozna, nemam puno vremena, sam ovdje u Minhinu i pravim intervju. Šta je? Ne mogu da dođem na vikend. Jednostavno, što moram da se naspavam i ti hrčeš celu noć, majko. Ma moram da se naspavam, nema, nije protiv... Čekaj moment. Sabin me zove, čekaj. Sabin? Halo? Ne, ich bin gerade in München, aber kann ich dir erst später anrufen? Wie meinst du jetzt das? Was, du bist schwanger? Ja, und bald ist's. Oh mein Gott! Hey, ja, ich gratuliere! Oh mein Gott! Kann ich dir trotzdem auch später anrufen? Du bist erreichbar. Ja, okay. Dann, ja, dann bis später. Tschüss. Maiko, zovte kasnije, važi. Ljubim, ciao! Gesagt, du sollst nicht mit anderen Leuten reden. Hm? Was hast du dieser Frau gesagt? Nix.